Leute, herzlich willkommen zu Rennen Nummer 4 in Göteborg, EcoDrive Arena. Die Strecke, die schaut eigentlich richtig geil aus, sehr viel Highspeed-Anteil, aber auch dafür einige Kurven drin, die schätze ich mal in sich haben werden, weil wenn man so sieht, alleine von Kurve 1 bis, sagen wir mal, Kurve 4, das wird auf jeden Fall prickeln. Kurve 5 und Kurve 6, ja, das sind halt ein paar kleine Schikanen, das schaut relativ entspannt aus, sagen wir mal so, aber werden wir mal sehen, wie sich das da entwickelt. Ja, ihr seht, er ist wieder am Laden. Initialisierung, da sind wir doch schon. Also Fahrzeug-Setup, stellen wir mal wieder ein. Ja. Insgesamt. So, zurück. Dann machen wir mal eine Probefahrt. Ich hoffe mal, es geht da lang. Ja. Oh Gott. Oh, es geht ja gleich super los. Es geht ja umgekehrt. Darauf habe ich gerade gar nicht geachtet. Ja. Oh Gott, ist das eine Strecke. Das ist der Vergleich so wie Monaco. Hier ist der Schikan en masse und nur Leitplanken. Aber wenn es hier irgendwie was passiert, ihr habt es gerade gesehen. Einmal neigeschallert in der Wand. Boah, Halleluja, ist das eine Strecke. Also ich sage euch gleich, ich werde bestimmt einige Male in der Leitplanke landen. Aber gut. Ach, da ist die Boxen ganz gut. Einfahrt. Ja, das schaut schon besser aus. Das ist ja mal richtig pervers hier in die Ecke. Bäm! Rein in die Wand. Und nochmal, genau. Ein Glück groß abkürzen kann man hier nicht. Oh, das gibt's nicht. schlimmer als Bingo. Eieieiei. Na, hört auf, Leute. Warum da? Also, Auslaufzonen hat man hier keine. Aber, hui. Noch nicht mal eine Minute. Na gut, abgekürzt. Und nein. Boom. Also es ist doch eine relativ kurze Strecke. Ihr seht's ja. Mit sehr viel... nein, nicht schon wieder. Mit sehr viel Mauerkontakt, so wie ihr seht. Da die Strecke mehr... ja... an Monaco erinnert. Scheint irgendwie auch ein Industriehafen zu sein, wenn man da den Hintergrund betrachtet. Na du? Achso. Oh, entschuldigt, ich habe gerade aus Versehen den Motor ausgemacht gehabt. So. Rüber mit dir. Ja gut. Also ist jetzt egal. Ich werde dann jetzt gleich zum Qualifying rüber springen. Also von der Einstellung her passt. So, dann wollen wir mal.
hoffen wir mal, dass es jetzt besser abläuft. Und dass nicht so viele Gegner dann auf der Strecke sind. Weil normalerweise bei so einer Strecke, da kann man wirklich sagen, hier eine Pole Position haben, ist eigentlich schon das gewonnene Rennen. Wenn hier einer schafft zu überholen. Gut, auch wenn ich nicht die Pole Position kriegen werde, werde ich trotzdem versuchen zu überholen. Das ist ja natürlich klar. Auch an den unmöglichsten Stellen. Aber sehr schwer, ihr seht. Oh, erste Runde ist schon vorbei. Die Einführungsrunde, so jetzt geht's. Zeit. Ja, na klar! Du Affe! Das gibt's nicht! Erste Runde wieder für den Arsch. Ey, das ist so ein Humbug, dass die immer dann rausfahren, wenn ich in die erste gezeitete Runde gehe, die Affen. Entweder machen die das bewusst. Naja, anlehnen kann man sich ja. Mann, Mann, Mann. Naja. Auf ein neues. Ich glaube, das wären mehr als 5 Runden. Jetzt habe ich natürlich hier so eine Schneidnase vor mir. Ey, das gibt's nicht! Wir die Runde versaut durch den Affen. Hier kann man keine ordentliche Runde fahren auf der Strecke, weil ich keinen Platz mache. Wobei, muss man versuchen, mir die Lichthupe einzustellen. Ach, Leute, tut mir leid. Mit der ersten Kurve, da habe ich. Aber dafür, ja, passt so halbwegs bei den anderen Kurven. Wenn nicht wieder irgendein anderer dazwischen kommt. Also irgendwie kurioserweise zählt die Zeit doch. Anscheinend. Das war ja keine Benachrichtigung, glaube ich, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ey, wo soll man denn da bremsen, damit man da irgendwie was hinkriegt? Das gibt's doch nicht. So, die Runde fahre ich noch. Würde ich sagen, das lang. Aber es war wieder eine halbe Sekunde schneller. Aber das kann ich jetzt eh vergessen, da ich ein paar Mal in die Wand eingeschlagen bin. Das wird auch wieder so eine richtig schön prickelnde Strecke. Oh nein, eine Box. Boah, ist das eine Boxengasseneinfahrt! Na, Halleluja! So, zurück zur Box. Rennen 1. So, dann werden wir mal sehen, auf welchem Platz wir sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 52er Zeit, müsste ich ja gleich kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder auf 16.
Oh Gott. Krieg das mal hin, hier mit dem Kugelschlängle und dann noch vielleicht überholen. Wand, Scheiße. Bam! Danke fürs Umdrehen. Weiter geht's. Ja, wenn es sich da einmal dreht, dann hast du abgeschissen. Welchen Platz bin ich denn überhaupt? Elfter. Mann, Mann, Mann. Sorry Leute, dass ich gerade ein bisschen ruhig war. Ich muss mich gerade mal so ein bisschen aufs Fahren konzentrieren, weil die Strecke, die sei noch schlimmer als die davor. Also jetzt geht's mal richtig rund hier mit den Strecken. Ey, ich bin Elfter, so schlecht war ich noch nie. Die Kiste zieht's an nach links, weil die Spurstange verbogen ist. Aber jetzt kriege ich zumindest die erste Kurve mal so halbwegs hin. Los kommt Leute, wenigstens einen Punkt will ich mir holen. Oder wenigstens auf 8. Damit ich wenigstens im zweiten Rennen von Position 1 starten kann. Weil, wie ich vorhin gesagt hatte, bei dem Rennen wirklich, wenn du Pole Position hast, dann hast du das Rennen schon so gut wie gewonnen. Oh, Windschatten nehmen. Und dann, oh Gott, die anderen sind auch noch so weit weg. Super, 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 komm mal da. Ja, ich glaube, die sind alle noch zu weit weg. Ich glaube, in dem Rennen werde ich keine Punkte kriegen. Boah, rein in der Wand. Oh, oh, oh. Wieder in der Wand. Nochmal. Schön. Auto ist nachher Schrott, wenn das Rennen vorbei ist. Oh, oh, oh. Ist dieser Strecke. Ja, ihr seht, wie das Auto immer nach links zieht. Jetzt seht ihr es richtig gut. Ach nee. Oh, wieder durchs Infield. Ja, ihr habt es schon gesagt, wo ich die Strecke gesehen hatte auf der Karte, dass das eine schwere Strecke wird. Ja, zu schnell. Das Auto ist halb Schrott vorne. Ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Dann habe ich nachher nochmal 5 Minuten Zeit, nochmal ein paar Punkte zu kriegen. Vielleicht. Du kannst hier wirklich nur am Start, kannst du hier Position gut machen. Ja, der Affe macht die Tür zu. Mann, das gibt's doch nicht! Ja, jetzt ist er Rennen verschissen. Weil der Penner die Tür zugemacht hat,
gedreht hat, habe ich jetzt das Problem. Du schaffst doch nicht mehr auf dem 8. Also ich hätte es noch schaffen können auf dem 8, aber dadurch, dass der sie jetzt gedreht hatte, da vorne fährt er, bin ich 9. Super. Naja, okay. Oh, 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 oh. Okay, noch einen schönen Dreher. Oh, kleinen Moment mal. Oh, Glück gehabt. Kein... Ey, das gibt's nicht. An letzten Punkt vorbei. Okay. So. Also... Ich starte von Position 9, würde ich sagen. Ja, da bin ich. Wenn wir mal einen Drehzahlbegrenzer haben. Alter, dieser scheiß Scirocco hier. Verwarnt wegen Strecke verlassen. Ja, wo soll ich denn hin, wenn die da zu viert in die Kurve nebeneinander rein wollen? Wenn die da zu viert nebeneinander in die Kurve rein wollen, wo soll ich denn da hin? Da ist kein Platz mehr für mich. Mann, Mann, Mann. Oh. Das nennen wir mal ordentlich Vorschub gerade. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal auf einer besseren Position. Bin glaube ich 5. 3, 8, 4, ja, 5, nee, 6. Uiuiuiui. Junge, Junge, Junge! Was sind das für Spacken? Na gut, jetzt bin ich aber jedenfalls zu 4. Also ihr seht, ne, also die Strecke, die hat's mehr als in sich. Sehe, wie ich zu kämpfen habe, weil mein Auto ist ordentlich beschädigt. Irgendwas funktioniert da auch nicht mehr so richtig. Ihr seht ja, dass ich hier schon langsamer durch die Schikanen durch muss. Die anderen hängen mir hinten im Nacken. Ja, ihr seht. Ich hab zu tun, in die erste Schikane reinzukommen. Ein Glück ist im Infield ziemlich schlechtes Überholen, sonst wäre ich nämlich definitiv schon wieder hinten dran. Ja Leute, entschuldigt bitte, dass ich gerade ein bisschen wenig geredet habe. Ich muss mich gerade mal wieder ein bisschen konzentrieren. Oh, das Auto schaut aus. Damit ich halt wenigstens noch ein paar Punkte mitnehmen kann aus dem Rennen. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Wäre nicht schlecht. Ah, fuck, rausgerutscht. Vielleicht kann ich noch da vorne den einen oder anderen überholen. Ihr seht ja, ich bin doch nicht so schlecht dabei. In dem Rennen. Aber auch nur durch die ganzen Unfälle, die passiert sind. Werden wir mal sehen, ob ich da noch vielleicht den einen oder anderen überholt kriege. Jetzt könnte ich vielleicht sogar ein bisschen Glück haben, dass ich Windschatten kriege. Ja. Er saugt sich ran.
Na? Na, kriege ich den ersten vielleicht noch? Werde ich noch Erster? Oh, ist das ein Penner? Ja, fahr du da rüber, kann ich innen anbremsen. Hoffen wir mal, er kommt jetzt nicht innen wieder rein. Oh, das gibt's nicht. Ich muss hier versuchen, den auszubeschleunigen. Halleluja. Aber eine Runde noch. Ich hoffe, die kriege ich gut über die Bühne. Dann werden wir auch mal sehen. Habe ich wenigstens ein Rennen gewonnen, so auf letzten Lutscher. Das würde mich natürlich riesig freuen. Ihr seht ja, die Strecke, die ist wirklich nicht einfach. Also, wenn davon noch mehr kommt, da habe ich dann zu tun, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber meistens ist es ja nur vielleicht... Oh, oh. Nein, du Penner! Boah, Schwein gehabt, wieder reingebremst. Wo ist der? Ah, cool, der ist sogar auf den Dritt zurückgefallen. Oh, gerade so auf den letzten gewonnen. Boah. Jetzt hoffe ich mal, dass es nicht noch eine Rückverfolgung gibt, wegen dem, wo ich am Start die... Selbst die Computersteuerung funktioniert nicht mehr, weil das Auto so Schrott ist. So, dann hoffe ich mal jetzt, dass es keine Verfolgung mehr gibt wegen dem anderen, dass ich zurückgesetzt werde. Nee, ich habe gewonnen. Weil ich wusste ja nicht wohin. 10 Punkte. Naja, gut, ein Punkt hinterher. Gut, passt. Was haben wir denn da? Oh, 66 Punkte. Oh, da habe ich eigentlich einen guten Vorsprung. 60 Kilo Handicap-Gewicht. Das wird immer schwerer. Ja, da komme ich nicht mal ran. Na gut, BMW ist klar. Also wenn ich Zweiter werde, dann haben wir es eigentlich. So Leute, dann würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Rennen sehen, wenn ihr mögt. Und ich hoffe mal, dass es besser läuft als dieses Rennen. Also, bis dann. Ciao.